Wohnungseinbrüche in Deutschland nehmen drastisch zu. Ein großer Kaffeeröster hat davon wohl auch gehört und bringt heute eine ganze Reihe von Einbruchschutzgeräten für kleines Geld auf den Markt. Aber was bringen diese Diebstahlsicherungen für ein paar Euro? Können die wirklich schützen oder womöglich Einbrecher verjagen? Sie kommen bei Tag und bei Nacht, aber am liebsten, wenn Sie im Urlaub sind. Da heißt es vorbeugen. Aber muss es gleich eine Alarmanlage wie diese für Tausende von Euro sein? Achtung! Alarmsystem aktiviert. Uns interessieren eher diese Kleinstgeräte, die alle um die 10 Euro kosten. Wir haben hier etliche Produkte von verschiedenen Anbietern mal besorgt. Und bevor gleich der Fachmann kommt, um hier den Einbrecher zu spielen, wollen wir die erstmal installieren. Dieses Einfamilienhaus soll sicherer werden. Los geht's mit dem Fenster- oder Türenalarm, der Klassiker für 9,95 €. Zum Beispiel kann man das hier montieren, relativ einfach wohl auch. Die Montage ist leicht. Einfach aufkleben und Batterien rein. Und jetzt? Ich will ja doch mal in die Bedienungsanleitung gucken, mache ich eigentlich nicht so gerne. Halten Sie die Taste 1, circa 2 Sekunden, um Sie in 9, 11. Die Programmierung nicht gerade ein Kinderspiel. Mal sehen, ob es funktioniert. Ah. Und jetzt? Das war alles? Na, immerhin besser ein Alarm, der nicht ausgeht, als einer, der nicht angeht. Noch einfacher aufgebaut ist dieser Reisealarm für 7,95 €. Übrigens auch für Koffer und Taschen geeignet, also äußerst vielseitig das kleine Teil. Das wird einfach hier irgendwo festgemacht. Und der Nächste, der reinkommt, der kriegt's zu hören. Wir sind gespannt, was unser Experte dazu sagt. Außerdem haben wir noch den Türstopper mit Alarmfunktion, ebenfalls für unter 10 Euro. Wenn der Einbrecher es also schon ins Haus geschafft hat, dann könnte man ihm damit noch einen richtigen Schrecken einjagen. Das Haus ist präpariert, alle Geräte sind eingebaut. Auch diese Kameraattrappe für knapp 13 € soll den Dieben das Einbrechen vermiesen. Mal sehen, ob sich unser Profi davon abschrecken lässt. Unser Profi ist Uwe Trackis. Der Fachmann für Haussicherheit soll unsere Geräte nun finden und bewerten. Ich würde Sie jetzt mal bitten, aus der Sicht des Einbrechers, des modernen Einbrechers, auf dieses Objekt mal zuzugehen und zu gucken, was Ihnen da auffällt. Ja, erstmal auf den ersten Blick sieht man die Kamera, die fällt natürlich gleich ins Auge. Eine gewisse Abschreckung, ist natürlich auch mit der Aufzeichnung schnell beendet. Kabel ist schnell durchgeschnitten. Aber immerhin ist nicht gleich aufgefallen, dass die Kamera nur eine Attrappe ist. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Oh, ach ja. Jetzt kriegt der Einbrecher erstmal einen Schreck. Ja, geklappt hat es. Geklappt hat es. Auslösen mal aus. Ist die Frage, ob ein Einbrecher sich ein Ernsthafter dadurch abschrecken lässt. Vermutlich eher nicht. Ist eher eine Anwesenheitssicherung, wenn man zu Hause ist. Dasselbe gilt für den Türstopper im Innenbereich. Ein Alarm als Ergänzung für den Fall, dass der Dieb schon drin ist. Aber nun zum Terrassenfenster. Hier steigen Diebe nämlich besonders gern ein. Das ist eine Anwesenheitssicherung, dass man nicht überrascht wird im Schlaf. Die Frage ist, ob der Nachbar das noch hört, ob der Einbrecher sich dadurch erschreckt. Ja. Woher nehmen die diese Dreistigkeit, dass denen das alles egal ist? Na, die beobachten natürlich auch vorher einen Tatort oder kundschaften vorher aus oder ziehen sich noch mal kurzzeitig zurück und warten, ob was passiert und setzen dann noch mal an am Objekt. Das heißt, wer länger nicht daheim ist, sollte Haus und Wohnung vor allem mechanisch gut sichern. Denn je schwerer Türen und Fenster zu knacken sind, desto länger braucht der Dieb, um reinzukommen. Und das ist schlecht für den Dieb. Zum Schluss noch was für die Dunkelheit. Ein LED-TV-Simulator für rund 15 € sowie ein Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für unter 20 €. So, da geht's auch schon los. Da geht's schon los. Hier haben wir Außenbewegungsmelder mit kleinem Flutlichtstrahler. Sehr sinnvoll, um eben den Täter darauf aufmerksam zu machen, er ist erkannt. Apropos Licht, da haben wir nämlich noch was eingebaut. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gemerkt haben. Ja, es sieht so aus, als ob der Fernseher läuft. Erweckt natürlich auch den Anschein, dass jemand zu Hause ist. Was vielleicht noch empfehlenswert wäre, hier irgendwie eine Lampe zu schalten mit einer Schaltuhr oder mit einem Zufallsgenerator. Das ist immer noch ganz wertvoll. Unser Fazit: Echte Profi-Einbrecher lassen sich von unseren Billig-Alarmgeräten wahrscheinlich nicht abschrecken. Aber als Ergänzung in einer gut verriegelten Wohnung sind die von uns getesteten Artikel durchaus nützlich.